Und damit Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Angespielt von Fright Fight the App. Und ja, wir möchten das Tutorial spielen, um mal so einen kleinen, so ein bisschen zu verstehen, worum geht's denn in diesem Spiel überhaupt. Okay, lass uns trainieren, um Fright Fight spielen zu können. Bitte halte dein Gerät mit zwei Händen. Ja, mache ich, natürlich. Move your thumb on the left side of the screen. Okay. Also man kann entweder nach links oder nach rechts, sich nach links und nach rechts bewegen. Great job, now swipe and roll. Okay, jetzt müssen wir hier oben, dann kann man jumpen, wenn man hier oben so, ja. Achso. Okay, wir mussten nur ein einziges Ding erreichen. Hier, rechts klicken, dann können wir das, können wir normal angreifen. Aber so wirklich viel Lab wollen wir nicht. Die Purple Bar, die lilane Bar ist Wut, Rache, Rage. Wut, ja. Benutzt für Blocken und Special Moves. Bam. Und jetzt haben wir Gegner mal runtergehauen. Jetzt sollen wir Gegner einfach mal angreifen, bis volle Rage haben. Ihr seht die Leiste, die füllt sich immer so ein bisschen. Und da haben wir wahrscheinlich bessere Angriffe, denke ich mal. Genau. Hups. Ja, und wenn halt unsere Rage-Leiste aufgefüllt ist mit den Angriffen, machen wir mehr Schaden. Das war aber eigentlich relativ klar gewesen. Kurzes Tutorial, also nicht wirklich viel zu erklären. Bonuserfahrung. Erster Sieg des Tages. Bonus ist verfügbar. Verdiene Goldmedaille im Online-Modus und um Bonuserfahrung zu erhalten, bla bla bla. So, select three characters. Wir haben Khan, Grimm, Carmilla oder Hugo. Und ich würde sagen, ja, wobei, schauen wir mal ganz kurz hier. Aha, Vampir. Und es sieht auch alles aus wie Fernnahkämpfer. Ich würde sagen, wir nehmen wegen Carmilla mit, weil das sieht die einzige aus wie ein Fernkämpfer. Und später können wir noch weitere Charaktere erwerben, aber ich glaube, das sieht so ein bisschen aus wie RPG, MMO-mäßig oder sowas wie LOL. Ja, ja, ja. Ich werde mich auf dem europäischen Server spielen, natürlich. Damit mein Ping etwas besser ist. Dann schauen wir mal. So, und nu? Okay, ich werde hier... Scheiße. Haha. Ich weiß jetzt nicht mal, welcher meiner ist, weil, keine Ahnung. Achso, der Gegner. Huch! Wurde ich getötet? In der Tat. So wirklich kann ich mit Carmilla noch nicht wirklich was anfangen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wer ist denn jetzt. Wow, macht der Schaden, ne? Holy shit. Okay, das scheint mein Gegner zu sein. Jetzt will er mich natürlich killen. Bonus. Ich werde mal von hinten einfach schießen. Das ist... Ach so, kann es sein, dass es hier gar keine Teams gibt, sondern jeder für sich kämpft, oder wie? Ups. Verdammt. Ich glaube in der Tat, jeder kämpft für sich und ich habe bisher nur Kills gemacht. Oben links seht ihr die Zahlen. Ich bin so ein bisschen der... ihr seht ja meinen... Mein Symbol, meine Fledermaus. Und ich glaube, es ist wirklich jeder, dass jeder für sich kämpft. Oh, ich habe jemanden getötet, guck mal an. Ich habe schon wieder einen getötet, warum das denn, bitteschön? Warum kann ich jemanden instant töten? Ist doch geil, oder? Das ist mein Kill! Verdammte Sau, ey. Oh, ein Sternchen, hi. Hier ist noch was, ein Schild oder sowas in der Art. Ah, okay. Das sind immer so kleine Bonus-Icons, die man ja auf dem Feld findet. Sowas wie ja, ich bin natürlich mitten in allen drin gewesen. Die Steuerung ist wirklich total zum Kotzen. Also für Leute, Leute wie mich, die überhaupt keinen Tablet-Kram, also hier sowas spielen wie solche hier. Für die ist das natürlich ein Graus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hat er mich natürlich gestunt und runtergekloppt. Sicher, sicher. Zumindest bin ich nicht mehr der Schlechteste. Ich wollte natürlich den... Der Schwarze ist meine da unten.
Verdammt, ist er doch nicht. Nee, nee, Kollege. Ey, die Steuerung ist wirklich zum Kotzen, ist die. Das vor allem das Delay total. Heißt also, wenn ich eine Aktion mache, das wird total spät ausgeführt. Das ist ja richtig kacke. So viel zu europäischem Server, der eigentlich total non-laggy sein soll. 10 Sekunden noch. Gib mir den verdammten Kill! Ich will nicht letzter sein, Mann! Ah, er hat mich weggenommen. Na ja, gut, ich bin letzter. Und scheiße aber auch, ey. So, also ich dachte am Anfang, es ist ein Teamspiel, weil wir zwei auf einer Seite gespawnt sind, aber anscheinend ist es wirklich ein... Jeder kämpft für sich. Ach, halt die Klappe. Free Character, ja, ja. Ja, 4 Kills, 5 Tode, 25, warum auch immer ich 0 Wähler habe, die anderen 1210. Heißt also, ich wurde mit... Guckt euch mal diese Bronze. Das Matchmaking ist ja wieder... wie gut, ey. Ja, also ich kann nur das Matchmaking wieder nur meckern. Hier kann man sich noch einen Account anlegen, wenn man unbedingt spielen möchte. Also kann man natürlich auch als Gast spielen. Also das Matchmaking ist ja wirklich zum Kotzen. Guckt euch mal an, ich musste gegen einen Goldenen, gegen einen Silbernen. Ach nee, das ist die Rangplatzierung. Da habe ich nichts gesagt. Trotzdem haben die schon Wähler. Das ist so ein... Oder ein Rating haben die auch schon. Und ich habe Coins bekommen, und zwar 105 Coins. Und habe mit 75 Erfahrung... Weiß nicht, habe ich das Level bekommen? Keine Ahnung. Anscheinend nicht. So, wir können jetzt... Machen wir noch... Ich würde sagen, wir machen noch einen Fight. Wir gucken aber ganz genau, was hier so Schönes gibt. Okay, es gibt tägliche Missionen. Hugo und Niditi 6-mal während eines einzelnen Matches töten. Dann hätten wir davon eine Chest bekommen. Oder zumindest ist das die erste Mission gewesen anscheinend. Was haben wir hier? RIP, eine Medaille. Ah ja, Erfolge, Achievements. Irgendwo haben wir aber anscheinend eine schon bekommen. Geh mal, wo haben wir denn? Da. Collect 4 Bonuses during a single match, 200 Coins kriegen wir dafür. Und haben damit die erste Medaille, die Bronzemedaille für dieses Achievement erhalten. Nächste 8 Bonis während eines einzelnen Matches sammeln. Das sind 400 Coins. Ich habe ja keine Freunde. Challenges, das haben wir hier. Okay, Challenges gibt es auch noch. Das heißt anscheinend gegen NPCs, denke ich mal, stark. Ja, da unten kommt was. Achso. Okay, man kann also immer... Das ist ganz cool mit dem Double Jump eigentlich. Wie zum Geier soll ich denn den Typen töten? Achso, man muss nur einmal attacken. Okay, verstehe. Muss ich kratzen. So, wie komme ich da hoch? Na, hier hinten vielleicht. Boah, das ist ja das Schwierigste daran hier. Oh Gott. Vor allem, die rutscht. Warum zum Geier rutscht die? Guckt sich mal an, die rutscht. Die rutscht. Oh Gott, ich bin sowas von kein Tablet-Gamer. Holy shit. Warum? Kann mir mal einer erzählen, warum die rutscht? Sollen sie mal eine Schuhe anziehen? 10 Sekunden noch und ich bin... Ja, jetzt bin ich beim nächsten gleich. Bam. Nein. Schön umdrehen. So, tot. Jetzt kommen wieder 3 neue unten. Oh Gott, ey. Warum die schlägt nicht, wenn ich schlagen will? Meine Fresse. Also die Steuerung muss ich schon sagen, da werde ich mich nie dran gewöhnen können. Ich habe 3 zerstört, das ist unsere neue Beste. Und dafür haben wir 18 Coins bekommen. Wir können das natürlich wiederholen. Mit ihr nochmal, das ist halt so ein bisschen fernkampfmäßig, denke ich mal, wird die sein. Ja, andere, vielleicht sind andere auch einfacher, vielleicht sollte ich mal keinen, nicht immer nur die Olle spielen. So, tot. 3 Sekunden plus. Komm, die drei überbiete ich doch, oder? Gott, ist das eine, ist das traurig, dass man... Ich hasse das. Vor allem, wie gesagt, der Delay macht ja auch wirklich schwer zu schaffen. Ja, klar, am besten noch dadurch. Weil die Bewegung so verzögert oder ankommt, das ist echt irre. So, da unten steht noch einer. Hier steht noch einer. Also auf jeden Fall habe ich schon mal meinen letzten Best-Rekord gebrochen. Das ist doch schon mal schön.
Uiuiui, kann man hier runterfallen? Ich denke schon, ne? Also komplett runter. Ich denke durchaus, dass das möglich sein wird. Ja, es ist durch. Es ist durchaus möglich. Ach, so ein Scheiß, ey. Na gut, da haben wir noch die Challenges. 6 zerstört, jetzt kriegen wir bestimmt. Genau, wir kriegen immer 6 Coins pro zerstörte Dummy-Puppe. Okay, und um sich Charaktere zu kaufen, wir können ja mal in den Shop gucken. Benötigt man echt Geld? Nein, oder? Coins, Skills, Coins. Warte mal ganz kurz, ich will mal gucken, wo man hier die Dinger kaufen kann, die neuen Charaktere. Achso, entweder für 360 oder 24.000, das heißt, man müsste dort nur 4.000 von diesen Dummy-Puppen zerstören, dann würde man sich einen weiteren freischalten können. Einen von den weiteren dreien hier. Ja, kann welchen dauern, da muss man erstmal sich auf jeden Fall gut mit dem Charakter einüben, den man hat, ansonsten müsste man neu anfangen, weil ist ja doof, Ewigkeiten zu spielen mit dem Charakter, den man nicht leiden kann. Tja, Fright Fight, ein Solo-Game, bestimmt gibt's noch ein Custom Fight, guck mal ganz kurz bei Custom Fight. Hugo der Yeti. Random. Hier kann man also noch Traits, Skills und Traits. Okay, das sind die Skills, die Fähigkeiten. Gunslinger Gun Attacks deal additional damage. Meditation, bla bla bla. Also gibt es unglaublich viele Skills, die sich bis Level 40 hinziehen. Traits sind so Eigenschaften. Wir haben noch einen Trade-Punkt übrig, dann könnte man entweder Health, Power, Speed oder Rage erhöhen. Ich würde sagen, wir erhöhen mal den Health. Und Gear kommt irgendwann später, so eine Ausrüstung. Gibt's jetzt noch nicht. Okay, wir lassen das jetzt erstmal. Ich würde sagen, Leute, das war's gewesen mit Fright Fight. Wer spielen möchte oder wer es testen möchte, kann das auch ja gerne mal tun. Links dazu in der Videobeschreibung. Ja, also. Ich komme mal ganz kurz bei Custom Fight nochmal ganz kurz. Bisher gibt es anscheinend nur. Roaming Manor Battleground, Roaming Manor Garden. Okay, diese drei Dings gibt es bisher, diese drei Maps. Ich glaube, auf dem hier haben wir gerade gespielt. Ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und hier ist halt. Kann man halt viele Rückzugsmöglichkeiten haben, dabei hatte. Dort. Ja, auf jeden Fall Fright Fight fürs Tablet, so ein Singleplayer, so ein Einzelkämpfer-Spiel gegen andere. Wer da gerne mal Lust drauf hat, der kann es gerne testen. Wie gesagt, Videobeschreibung sind die Links zu dem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Angespielt. Ciao!